Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SnowRun. Dabei wieder der verzaubernde Yankee, Verzauberte, der jetzt gerade den Auflieger angehangen hat. Und dann den Auflieger angehangen hat. So, jetzt bin ich gespannt, wie du die Rohre verletzt. Ja. Wer wird als erstes wahnsinnig? Das Spiel selber oder wir? Das ist hier eine große spannende Frage. So, jetzt hast du die Rohre nicht am Haken, sondern den Auflieger. Ja. Wo sind denn bei dir die Rohre? Direkt vor dir auf der Brücke. Also unter dem Anhänger oder wie? Mhm. Okay, ja, dann fahre ich den wohl nochmal aus dem Weg. So, Track wechseln. Ja. Aber es ist ein geiler Multiplayer-Modus. Ich nehme an, dass das die Idee war der Entwickler, dass man sagte, wir bauen es auch noch, wenn man Multiplayer macht, dann wollen viele auch Spectator-Modus haben. Und dann haben die das direkt eingebaut. Das also... Nein! Was? Ich hab so aus dem Augenwinkel da oben was rumfliegen sehen. So. Ja, was ich sagen wollte, die Entwickler haben sich also überlegt, wir bauen als erstes den Spectator-Modus ein. Das heißt, Leute, die mit anderen spielen wollen, im Multiplayer, die können nur zugucken, weil verladen und so geht alles nicht. Das patchen wir alles raus. Die sitzen dann einfach im Truck, erzählen irgendwas und gucken dabei dem anderen beim Spielen zu. Ja. Ja, also du bist da ja in einer sehr privilegierten Position. Also andere Let's Player machen das ja so, dass die erst die Aufnahme machen und danach die nochmal nachkommentieren in einem zweiten Durchgang. Ne? Und so kannst du das gleichzeitig machen. Also die müssen sich dann sich selbst beobachten. Mhm. Und insofern ist das ja eigentlich für dich jetzt so sehr entgegenkommend, oder? Das sieht übrigens sehr interessant aus, was du da tust. Der Block bewegt sich keinen Zentimeter. Max. Ja, da musst du jetzt wahrscheinlich den Ding zurückfahren, ne? Ja. Wieso hast du den jetzt abgehangen? Weil ich den nicht wechseln kann, den Truck, wenn da noch was dranhängt. Okay. Bei mir hat er übrigens keinen Auflieger mehr, der Truck. Ja, cool. Der ist auch weggeflogen. Der liegt da hinten im Wald irgendwo. Och, Leute, ey. Ich hoffe, es reicht, dass ich den noch habe. Und das war 5 Meter vom Ziel. Und es ist nur gescheitert, weil wir die andere Palette zuladen wollten. Erinnerst du dich? Ich hätte einfach 5 Meter weiterfahren sollen, abladen, fertig. Dann wäre das alles ja nicht passiert. Oh. Aber es wäre cool gewesen, wenn es funktioniert hätte, ne? Also, das wäre schon sehr effizient gewesen. Learning, und so. Immer erst eine Sache, die nichts mit Kranverladen zu tun hat, zu Ende machen. Und nicht irgendwie noch zwischendurch was zuladen und versuchen, clever zu sein. So, jetzt bei mir hängt da jetzt gar nichts. Scheiße, der ist schon auf maximale Auslegung. Kannst du mit dem LKW noch weiter zurück? So, und jetzt mit dem LKW wieder zurückfahren? Fuck. Ich kann den Truck nicht wechseln, während ich hier Fracht dran hab. Dann musst du sie wohl nochmal auf die Seite legen. Ja, ich versuch das mal. Du kannst doch mit W noch das Rohr weiter rausfahren. Mit W. Guck mal. Komisch. Achso, ja, ein bisschen ging jetzt noch. Okay, komisch. Eben ging es irgendwie nicht so wirklich weiter. Und verladen. Ich bin mal gespannt. So. Oh, das sieht aus. Jetzt ist alles weg, okay. Und dreh dich mal um und ist drauf. Alter, das gibt's doch nicht. Ist drauf. Also, ich erkläre jetzt mal, was eigentlich gerade passiert. In Wirklichkeit hängt da jetzt ein Auflieger hinten drauf. Die Rohre liegen auch hinten drauf und der Yankee fährt jetzt da oben. Also das ist ja grauenhaft. So, und jetzt brauchen wir noch die Ersatzteile. Die liegen ja auch hier im Fluss, ne? Ach so. Ja, gut. Ich dachte doch, hä? Hatten wir das nicht so geplant, dass es damit jetzt erledigt ist? Ja, aber wir wollten ja jetzt Stück für Stück, weil wir ja wissen, dass nicht, dass dann irgendwie die Ladung dann mit
Mit allem, was da dran hängt, noch auch noch wieder rumfliegt. Jetzt kommt gleich der Punkt, wo bei mir die Mission erledigt ist und bei dir nicht. Ja, das passiert nicht, weil das tippt bei mir auch. Die Kiste liegt rechts da in der Ecke, bei mir zumindest. Bei denen liegt die da nicht. Interessant. Ja, oder? Liegt die da hinter dem Fels? Weiß nicht. Hier liegen bei mir Ersatzteile. Ah. Ja, cool. Ja, die sind ein paar Meter weiter geflogen. Bei mir liegen die da oben im Wald, da ungefähr, da. Da. Ja, dann. Dann hol sie mal ran. Ach, ich muss das mal markieren, wo das ist. Da. Da. Also 21 Meter, da müssen sie irgendwie liegen. Ja, super. Und da muss ich ja mit dem Kran auch noch hin, ne? Ja, das ist ja der... Der Kran ist ja der Dings. Hier das Superfahrzeug. Der Royal. Oh. Ja, jetzt ist der Longhorn ganz kaputt. Glaube ich. Motor ist hinüber. Ja. Bist du ein bisschen fliegen gewesen? Ich bin einfach nur eingestiegen, aber das war schon zu viel. Das hat er nicht verkraftet, dass ich da eingestiegen bin. Ich nehme das auch persönlich. Ah, und der Sprit läuft auch raus. Ich rette den mal, ja. Rette den mal. Dafür bist du auf der anderen Seite von der Pipeline. Ich kann den nicht bergen. Bin ich nicht. Ich bin auf unserer Seite der Pipeline. Ah, ist das alles ein Elend hier. Kann ich da von hier aus zugucken? Ja, ne? Das ist jetzt nicht gut. Das hast du gerade gemerkt, dass wenn du in gewisse andere Fahrzeuge einsteigst, dass du dann über die halbe Karte fliegst und hast gedacht, prima, dann steigst du mal in den Truck ein, den wir jetzt brauchen, um das abzutransportieren. Ich lasse das jetzt einfach mal so auf mich wirken. Das ist schon sehr... Ob das irgendwann aufhört? Naja, ich glaube, das Sinnvolle wäre, wenn du jetzt diesen Truck resettest und dann nochmal gemütlich... Jetzt rollt er noch ein bisschen. Ich sehe, dass er da ziemlich kaputt ist. Ja, aber ich will jetzt wissen, wo wir gelandet sind. Vielleicht haben wir ja ein Secret gefunden oder so. Oh, okay. Ja, und wir kommen zum Stehen. Nein, noch nicht. Okay. Ich kann ja auch mal von der Ego-Perspektive schalten. Fahrerhauskamera unter... Wir sind im Wasser. Okay. Ja, er kommt langsam zum Stehen. Doch nicht. Ah, okay, er fliegt nochmal. Ah! Jetzt! Aha. Und er säuft ab. Hast du einen guten Ausblick? Kann man ganze Map mal sehen. Warte mal, da müssen wir mal ein paar Screenshots von machen. Ja, es ist ja ein Qualitätsprodukt, dieses Spiel. Gibt's ja nichts. Oh. Die Fahrhaltung ist auch schon leicht ungesund. Ich nenne mich Pessimist, ja? Ich glaube, der Truck ist gerade etwas defekt. Ist schon traurig. Ah, guck mal! Man kann mich sogar sehen. Ich hänge mit dem Rücken aus. Oh nein. Ich berge den mal, ja? Ja, berg den mal. Er ist wieder heile. Es ging ja fix. Brauchen wir den jetzt? Nee, wir brauchen jetzt irgendwie ein Fahrzeug zum Transportieren, ne? Oder hast du da noch was? Ja, ich habe ja einen Anhänger dafür. Man braucht ja halt nur irgendwas, wo ein Anhänger dran kann, ne? Also du kannst natürlich auch jetzt einfach so einen Truck nehmen ohne Anhänger mit einer Ladefläche. Das würde auch gehen. Ja. Dann baue ich den mal eben um hier. Dann machen wir das. Vielleicht geht das besser mit der Ladefläche ohne Anhänger. Das kann ja an den Anhängern liegen. Sollen wir das mal testen? Hast du Bock, ein paar Experimente mit Verladen von Fracht zu machen?
Also ich habe da richtig Lust drauf. Es ist so cool. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. So. Okay, ich komme nochmal vorbei, ja? Mhm. Hier steht ein Anhänger, soll ich den mitbringen? Ich glaube, wir sagten gerade, den brauchen wir nicht. Also das Spiel ist schon ein Gesamtkunstwerk, ne? Das muss man schon sagen. Also Freude und Leid liegen so nah beieinander bei diesem Spiel. Das ist schon. Haben wir denn jetzt was zum Verladen? Ja, ne? Ja, den Kran, den großen, die ganze Royal Zeit schon. Ja. Und der Caterpillar. Ja, gut, der ist jetzt vielleicht nicht so zum Verladen. Der hat ja diese Möglichkeit dieses Container-Aufliegers, bei dem ich aber noch nicht so richtig weiß. Also vielleicht kann man gewisse Fracht ist ja in Container, ne? Ja, vielleicht kann man die hier drauf machen. Ja, zum Beispiel diese übergroße Fracht, hätte ich mir gedacht, dass das vielleicht geht. Ja, also bei der übergroßen kann ich mir vorstellen wiederum, dass dafür die Ladefläche zu klein ist. Wieso? Ist mal hinten offen. Nee, da ist hier doch so ein Pinökel dran, so ein Stopp-Pinökel. Ja. Ja, meinst du, die Fazialpalmierung der Zuschauer ist noch irgendwie zu toppen jetzt, oder? Bestimmt. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Man muss einfach auch mal ein bisschen optimistisch sein. Ich entdecke hier gerade in der Zwischenzeit mit der Katze so eine kleine Nebenstraße, wo ja auch Ziegel liegen. Ja, da bin ich schon mal lang gefahren, als ich das erkundet habe. Da kommt gleich ziemlich tiefes Wasser. Ja, bin ich zu weit gefahren? Nee. So. So, Dalle. Aber dann müsstest du jetzt auch wieder den beladen zur Sicherheit, oder? Wenn man das. Ach komm, wir probieren mal, ob es an den Aufhänger, an den Anhängern liegt. Es wird bestimmt witzig. Mhm. Das ist ein tolles Spiel, sagten sie. Du wirst viel Spaß haben, sagten sie. Oh, ja, bei mir sieht es noch richtig aus. Erstaunlich eigentlich. So. Bei dir sieht was richtig aus, genau? Nee, gerade sah es noch so aus wie bei mir. Okay, ich fahre mal ein Stück weiter. Liebe Zuschauer. Ich muss jetzt an diese Stelle hier fahren, weil beim Yankee ist die Palette jetzt gerade an diesem. Ist abgestürzt? Mhm. Gut, die Folge ist fast rum. Dann würde ich sagen, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir nicht. Und wir sehen uns. Also, gerade nicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.